Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wünscht noch jemand das Wort? Herr Bundesrat Karl Bader, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die die Debatte hier noch verfolgen. Ja, die Diskussion zum Thema Impfen und Impfpflicht ist von einer Partei als sehr, sehr politische geführt worden und teilweise auch sehr emotional. Und manchmal hat man schon den Eindruck, dass sie auch teilweise hasserfüllt geführt wird, was mir eigentlich schon einiges an Zumutung abverlangt. Ich möchte den Worten der Vorrednerin eigentlich auch beipflichten. Aber trotz aller unterschiedlichen Meinungen, meine sehr geehrten Damen und Herren, und auch unterschiedlicher politischer Einstellungen haben wir hoffentlich als Gesellschaft und als Plenum hierinnen ein Ziel, die Pandemie zu beenden und die Krankheit Covid-19 möglichst zurückzudrängen. Die Gesundheitspolitik in unserem Land orientiert sich am aktuellen Wissensstand, der laufend wächst, natürlich, weil wir diese Krankheit vorher nicht kannten. Das Gros der Wissenschaft ist sich einig, die Impfung ist unser wirksamstes Mittel im Kampf gegen diese Pandemie. Und ich, meine Damen und Herren, ich vertraue dieser Wissenschaft. Und noch viel mehr vertraue ich jenen Ärztinnen und Ärzten, die mich über viele Jahre schon vor dieser Pandemie immer wieder begleitet, beraten und unterstützt haben. Und auch in diesem Fall vertraue ich Ihnen, wenn Sie mir erraten, dass ich mich impfen lassen soll. Die Impfpflicht ist ein schwerer Eingriff, selbstverständlich, aber wegen zu niedriger Impfquote eben erforderlich. Und ich stehe auch nicht an, hier klar und deutlich zu sagen, dass die Entscheidung heute auch zu den schwierigsten Entscheidungen in meiner politischen Tätigkeit gehört. Ich hoffe aber, und ich treffe diese Entscheidung auch, wie es der Kollege Markus Schreuder vorhin gesagt hat, für jene, die hoffen, dass wir diese Entscheidung treffen und damit eine Grundlage schaffen, dass Corona nicht zur freiheitsraubenden Zukunft mit Lockdowns in und Lockdowns out wird. Ich habe mit vielen Menschen über ihre Sorgen gesprochen, telefoniert, Briefe gelesen und ich habe mich auch mit vielen Behauptungen und Inhalten von Vorhaltungen auseinandergesetzt. Leider bin ich sehr häufig draufgekommen, dass diese nicht der Wahrheit entsprechen. Und ich habe manchmal auch merken müssen, bei der Rückmeldung und bei der Entkräftung dieser Behauptungen, dass es leider auch manchen in unserer Gesellschaft nur darum geht, Recht zu haben und Recht zu behalten. Wir wollen mit Impfanreizen zusätzlich beitragen, die Impfquote zu erhöhen. Wir wollen Anreize vor Strafen, das kann man in diesem Gesetz auch klar herauslesen, schaffen. Jeder von uns, meine Damen und Herren, ist dieser Pandemie überdrüssig. Jeder Arbeitnehmer, Unternehmer, Landwirt, Touristiker, auch wir Politikerinnen und Politiker. Und es muss daher unsere gemeinsame Verantwortung sein, alles zu unternehmen, dieses Virus wegzubringen. Ich bringe daher einen Entschließungsantrag ein im Namen der Bundesräte Corinna Schumann, Karl Bader, Markus Schreuder, Kolleginnen und Kollegen betreffend der Erhöhung der Impfquote durch positive Impfanreize. Der Bundesrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, folgende Maßnahmen als positive Impfanreize auszuarbeiten und spätestens bis Ende Februar dem Nationalrat und dem Bundesrat zur weiteren Behandlung vorzulegen. Erstens, Impfgutscheinlotterie. Die Bundesregierung soll an den ORF herantreten, um eine Impfgutscheinlotterie mit wiederholten Lostagen möglichst in Kooperation mit anderen Medienpartnern zu organisieren. Jede in Österreich im elektronischen Impfregister eingetragene Person kann pro Teilimpfung an einer Impflotterie teilnehmen mit Opt-in. Jede 10. Teilimpfung gewinnt, Gewinnquote 10%. Der Gewinn soll einheitlich einen Gutscheinwert von 500 Euro einlesbar im Handel, in der Gastronomie, in Beherbergung sowie im Kultur- und Dienstleistungsbereich sein. Innerhalb der Europa- und verfassungsrechtlichen Grenzen soll darauf hingewirkt werden, dass die Gutscheine tunlichst nur bei heimischer Wirtschaft einlösbar sind, also bei solchen Unternehmen,
die ihren Sitz in Österreich haben und in Österreich Gewinnsteuern entrichten. Besonderes Augenmerk soll darauf gelegt werden, dass die Gutscheine auch bei regionalen Klein- und Mittelunternehmen einlösbar sind. Die Auszahlung der steuer- und abgabenfreien Gewinne erfolgt mit Beginn 15. März fortlaufend. Zweitens, kommunale Impfkampagne. 75 Millionen Euro sollen im Rahmen eines Zweckzuschussgesetzes den Gemeinden entsprechend dem Schlüssel des KIG 2020 für Aufwendungen im Zusammenhang mit einer kommunalen Impfkampagne entsetzt werden. Im Rahmen der Umsetzung ist tunlichst auf einen Maßnahmenmix hinzuwirken. Und schließlich drittens, kommunale Impfprämie. Die Gemeinden erhalten im Rahmen eines Zweckzuschussgesetzes eine kommunale Impfprämie entsprechend dem Schlüssel des KIG 2020 für Investitionen in der Gemeinde beim Erreichen einer Durchimpfungsrate, Klammer Anteil der Bevölkerung über 5 Jahren mit aktivem Impfzertifikat. Der Basisbetrag in der Höhe von insgesamt 75 Millionen Euro soll beim erstmaligen Erreichen von 80%, beim erstmaligen Erreichen von 85% im Rahmen einer Zweitausschüttung in Höhe des doppelten Basisbetrages, beim erstmaligen Erreichen von 90% im Rahmen einer Drittausschüttung in Höhe des vierfachen Basisbetrages ausgeschüttet werden. Die Laufzeit dieser Maßnahmen ist mit Ende Dezember 2022 begrenzt. Die Auszahlung der oben genannten Maßnahmen erfolgt aus den Untergliederungen 44 Finanzausgleich und 45 Bundesvermögen. Vielen Dank. Der von den Bundesräten Corinna Schumann, Karl Bader, Marco Schreuder, Kolleginnen und Kollegen eingebrachte Entschließungsantrag betreffend Erhöhung der Impfquote durch positive Impfanreize ist genügend unterstützt und steht demnach mit in Verhandlung.